Einen wunderschönen guten Tag, ihr wunderschönen Menschen, und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, beziehungsweise mit uns. Wir sind hier gerade in unserem geilen Garten. Wie ihr seht, seht ihr nichts. Es ist dunkel. Und es ist jetzt Mitte Oktober und wir kamen auf die glorreiche Idee, wir brauchen einen geilen Grill. Weil wenn man einen Garten hat, dann braucht man natürlich auch einen Grill. Und wir lieben sowieso Gegrilltes und es ist natürlich noch viel, viel leckerer auf einem richtigen Grill. Deswegen hat sich Mike so ein schönes Spielzeug gekauft. Es ist ein Gasgrill, ein Weber-Grill, nicht wahr? Und ja, wir testen den heute mal aus. Er hat ihn heute zusammengebaut. Und wir haben so ein kleines Ritual, dass wir eigentlich jeden Samstag einen Grillabend machen. Und stimmt, heute ist es wieder soweit. Und jetzt wird hier mal getestet, wie dieser Grill funktioniert. Richtig. Also, leg mal dein Fleisch unser Fleisch. Wir müssen noch gucken, hier, wie das von der Temperatur ist. Muss ich da natürlich checken, aber es wird jetzt einfach erstmal draufgelegt. Na, also das klingt doch schon mal gut, oder? Sehr geil. Das klingt doch schon mal nach Grill. Und ein bisschen Hähnchen zum Austesten hier, so kleine Schnitzel. Das wird dann alles relativ fix fertig. Das ist jetzt wirklich ein Test. Wir müssen natürlich schauen, wie wird das jetzt mit dem Gargrad und so weiter? Also an die ganzen Grillprofis hier, schreibt gerne in die Kommentare, auf was wir achten müssen. Richtig. Hätten wir das vorher einsprayen müssen oder so? Habe ich auch gerade überlegt, aber stand nichts. Aber wäre eigentlich eine Idee gewesen. Aber ist jetzt nicht schlimm. Wir machen das jetzt einfach wir mal kurz. Wir probieren das einfach mal. Und ich werde jetzt gleich einfach nochmal drauf gucken. Und dann sind wir gespannt, was dabei rauskommt. Ich beobachte das jetzt. Ein bisschen sind sie festgeklebt. Wenn man halt mit Cooking Spray dran geht, muss man aufpassen. Wasser. Aber das ist eigentlich so gut wie erledigt. Und da benutzen wir übrigens immer das geile Cooking Spray von Big Zone natürlich. Das ist Kokosöl als Spray, absolut zu empfehlen, wann immer man kocht und möglichst wenig Öl verwenden möchte. Hier kann man es perfekt dosieren. Richtig geilen Tisch. Können wir bitte ganz kurz festhalten, wie geil dieser Tisch ist? Also ihr kennt es ja aus unseren anderen Videos, dieser kleine Klappertisch, den wir hatten. Er ist jetzt auf dem Sperrmüll. Er hat jetzt abgedankt. Und jetzt haben wir diesen 2 Meter Tisch. Er ist perfekt für uns. Wir sitzen zwar ein bisschen weit auseinander, das ist quasi der Corona-Abstand, aber unser ganzes Essen hat einfach Platz. Und bitte schaut euch an, wie gut es ausschaut. Wir haben quasi alles, was das Herz begehrt. So kann man noch einen Grillabend zelebrieren. Und was darf nicht fehlen? Los Enzymos von Big Zone natürlich. Erstmal eine Kapsel Enzyme für uns beide, bessere Nährstoffverwertung insgesamt aller Makronährstoffe und langfristige Verdauungsregler. Wir haben super Feedback, schaut bei Anni auf Instagram, da hat sie auch Feedback gepostet. Kann man nur empfehlen, eine Kapsel von großen Mahlzeiten, da sind wir immer dabei. Richtig. Allerdings, das meinte ich überhaupt gar nicht, aber vielen lieben Dank für die ausführliche Erklärung. Und zwar darf bei uns eigentlich mittlerweile bei egal welchem Essen die Guacamole nicht fehlen. Und du sagst gerade so, ach die, als wäre... Die muss da sein. Ja, die muss da sein, also vor allem auf seinen Wunsch hin. Also mittlerweile wirklich bei jedem Essen, egal was wir essen, es gibt immer Guacamole. Zum Dippen zum Beispiel. Und eigentlich gibt es auch noch Hummus, den habe ich heute mal nicht gemacht, weil wir so ein bisschen in Zeitnot waren. Aber die Guacamole, die wurde sich auch von euch die ganze Zeit gewünscht. Also jedes Mal sehe ich schon seit Wochen bei uns in den Stories. Und jedes Mal heißt es, Anni, wie sieht's aus mit dem Rezept? Wann postest du das Rezept? Und genau deswegen dachte ich mir, poste ich doch mal das Rezept, damit ihr diese leckere Guacamole auch nachmachen könnt. Und zwar... Erstmal ganz generell, es handelt sich um eine Protein-Guacamole. Ne? Wir sind ja hier auf dem Fitnesskanal, ne? Also immer alles proteinhaltig. Nein, natürlich nicht. Aber in diesem Fall schon, beziehungsweise ich strecke die Guacamole einfach sehr, sehr gerne, weil Avocados ja sehr viel Fett haben. Und ja, um mehr zu haben für weniger Kalorien, wird das Ganze gestreckt. Wir brauchen erstmal
natürlich Avocados. Die müssen richtig schön reif sein, erkennt ihr daran, dass man sie gut drücken kann. Man kann auch hier immer reinschauen, welche Farbe sie haben. Wenn sie noch nicht, also sie sollten immer so schön grün sein, wenn sie noch nicht richtig reif sind, der Pro-Tipp, macht sie kurz in die Mikrowelle. Habe ich auch gerade gemacht, sie war noch ein Ticken zu hart. Einfach kurz in die Mikrowelle, dann werden sie richtig schön weich. Dann meine Geheimzutat, Ingwer. Wir lieben Ingwer, also kommt Ingwer auch da rein. Ingwer generell super zu empfehlen, ein schönes Antioxidant sozusagen. Oder? Nee, nicht Antioxidant. Wirkt antibakteriell, das wollte ich sagen. Also unglaublich gut, sehr gut fürs Immunsystem. Überall Ingwer rein, Leute. Dann brauchen wir Limettensaft. Dann eben zum Strecken den Magerquark. Hier auch der Pro-Tipp, legt den Magerquark auch in euren Kühlschrank immer seitlich, dann flutscht er komplett raus. Wenn ihr ihn hinstellt, habt ihr immer das Problem, dass unten an den Ecken was hängen bleibt. Zum Würzen, Salz, Kreuzkümmel, Pfeffer und Chili. Wir mögen scharf, wer kein Schaf mag, braucht natürlich keine Chili. So. Jetzt schneiden wir, ach genau, unser Arbeitsinstrument ist einmal ein schön scharfes Messer, eine Gabel und ein kleiner Löffel. Wir schneiden die Avocado auf, einfach einmal ringsherum und dann kann man hier die Avocado so richtig schön auseinandernehmen. Dann nehmen wir das Messer und schneiden die Avocado so ein bisschen hier ein. Und das Ganze auch nochmal in die andere Richtung. Dann bekommt ihr sie nämlich richtig schön raus. Hier zu erkennen. Die Reste dann einfach mit einem Löffel rauskratzen. Den Kern logischerweise auch einmal entfernen. Allerdings bitte gerne aufbehalten und nicht wegwerfen, weil wenn ihr nicht die ganze Guacamole verwertet, könnt ihr anschließend den Kern mit reintun, dann wird sie nicht so schnell braun. Wir essen in der Regel immer alles auf, deswegen werfe ich auch den Kern weg. So, hier das gleiche Spiel. Einfach alles einmal einschneiden in beide Richtungen. Und dann kann das so richtig schön rausgequetscht werden. Und ihr seht es, die ist richtig schön weich. Also hier flutscht alles direkt raus. Einmal ist so der Geschmack besser und sie lässt sich natürlich auch besser quetschen. Das ganze Spiel jetzt noch mit der zweiten. So, nachdem jetzt beide Avocados ausgehöhlt sind, brauchen wir die Gabel. Und es geht ans Quetschen. Einfach die Avocado klein quetschen. Alles richtig schön zermanschen. So, wenn wir jetzt hier alles fertig gemanscht haben sozusagen und das eine richtig schöne homogene Masse ist, können wir die erstmal in unsere Schale geben, in die das Ganze nachher rein soll. Gewöhnlich leckt man dann den Teller ab. Zack. So, dann geben wir unseren Quark hinzu. Ich nehme auch einfach den ganzen Bottich. Plopp. Und ihr seht, wie toll er hier rauskommt und einfach kaum etwas drin hängen bleibt. Der absolut geilste Tipp ever. Er hat mein Leben bereichert. Und das Ganze kann jetzt hier erstmal schön vermengt werden. Ihr seht es schon, was für eine riesengroße Masse es ist. Dann kommen wir jetzt zum Würzen. Wie gesagt, es kann so ein bisschen nach Belieben einfach gemacht werden. Wir nehmen auf jeden Fall Chili dazu, weil wir sind noch nicht scharf genug. Wir müssen das Ganze noch ein bisschen schärfen. Aber erstmal Salz, auch hier sind wir sehr salzig unterwegs. Wir sind halt sehr verliebt, ne? Also kommt da auch richtig schön viel Salz rein. Dann
Pfeffer. Pfeffer empfehle ich übrigens für jedes Gericht, weil Pfeffer ein Gewürz ist, das die Stärke anderer Gewürze sozusagen verstärkt. Richtig schön vermengen. Ich gebe erstmal noch ein bisschen Chili dazu. Und Chili. Und Chili. Und noch mehr Chili. Und ich muss dazu sagen, schaut mal, ihr seht, das sind richtige Chili-Flocken. Mmh, richtig schön. Scharf. Dann kommt noch ein bisschen Kreuzkümmel dazu. Und erstmal alles schön miteinander vermengen. Nun geben wir ein paar Spritzer Limettensaft hinzu. Ihr könnt natürlich auch frische Limette benutzen. Der Einfachheit halber und der Faulheit halber nehme ich einfach so einen Limettendirektsaft und wieder vermengen, bevor wir gleich zur Geheimzutat kommen. Und zwar dem Ingwer. Hierfür benötigen wir den kleinen Löffel. Wenn ihr nämlich den Ingwer mit dem Löffel schält, dann produziert ihr möglichst wenig Dreck sozusagen und habt möglichst viel von der Ingwerknolle. Dafür nehmt ihr einfach diesen Löffel und schält den Ingwer quasi mit dem Löffel. Und wie ihr seht, es ist eine ganz feine Schale und ihr habt richtig viel von dem Ingwer über. Das Problem ist, wenn man das Messer nimmt, dann ist irgendwie die Hälfte des Ingwers einfach weg. So, der Ingwer ist nackig und kann jetzt klein gehäckselt werden. Hierfür einfach schön kleine Scheiben schneiden und die dann nochmal in Streifen schneiden und dann nochmal durchschneiden. Also einfach in die Größe schneiden, wie ihr den Ingwer gerne da drin haben möchtet. Ihr könnt natürlich auch auf den Ingwer verzichten. Wir finden den Geschmack ziemlich geil. Das Ganze kommt jetzt natürlich auch mit in die Guacamole. Anschließend vermengen wir das Ganze wieder. Und nun kann sie auch schon genossen werden. Also es ist super einfach, super lecker. Und ihr seht, es ist eine richtig große Schüssel. Sie ist so groß wie mein Gesicht. Und ich möchte sie jetzt gerne direkt auslöffeln. Und ich weiß, der Mann hinter der Kamera auch. genau, ich bin sehr gespannt. Macht sie gerne mal nach. Eieieiei. Riecht auch gut. Und vor allem, lasst mich euer Feedback wissen. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und schreibt gerne in die Kommentare, was ihr euch noch so für Rezepte wünscht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video.